Guten Abend, liebe Jazzfreunde, und herzlich willkommen zum Samstag-Jazz. Heute mit Action, Attraction und Showtime. Was ich hier in der Hand habe, das ist ein Instrument. Und das Instrument hat sogar einen Namen. Das ist ein Vibra Slap. Ich habe lange gehabt, bis ich es auswendig lernen konnte. Zum Spielen braucht man weniger lang. Ist also ein sehr dankbares Instrument. Und das Instrument ist ein Bestandteil und gehört der Firma Rutishauser & Co. Und als Vertreter von unserer Ehrengastfirma Rutishauser & Co. sitzt am Tisch der Tommy. Und Tommy, Sie sind da als Rutishauser & Co. Wir heissen aber nicht Rutishauser, aber da kommen wir noch drauf zurück. Also, wir freuen uns auf eure Show. Und als Jazzkönig, also Showtime in Sachen Jassen, haben wir hier den Herr Arthur Hunger von Tartar. Und das liegt nicht in der kirgisischen Steppe, sondern wo, Herr Hunger? Das ist im Kanton Graubünden eine höhere Bezeichnung zwischen Katzis und Dusis am Heinzenberg. Am Heinzenberg oben, also Tartar. Und von dort her kommt auch nicht das berühmte Beefsteak-Tartar, das hat gar nichts mit dem zu tun. Nein, das gut, Sie haben in der ersten Runde von der Differenzler-Schweizer Meisterschaft von diesem Jahr sehr gut abgeschnitten, 57 Punkte in 16 Spielen. Und das ist ein recht schöner Durchschnitt von etwa, was haben wir ausgedacht? Ja, ein Durchschnitt etwa von 3,5. 3,5, ja, jetzt, wenn es so weitergeht, können Sie eigentlich zufrieden sein. Dann kommen Sie ziemlich sicher im Finale. Können wir zufrieden sein, so schon, ja. Dann haben wir unseren Sieger da vom letzten Telefonjass, und das ist der Herr Benny Raas, den ich recht herzlich bei uns am grünen Tisch begrüße. Also, wir machen heute keine Differenzbereinigung wie im Nationalrat, sondern eine Differenzler. Ich tue da mal den Vibra Slap auf die Seite, wir brauchen den nachher. Und den Göpf begrüße ich recht herzlich, wo seine Karte schon parat hat. Ja, und darum wollen wir nicht lang machen, sondern gerade noch den Hans Ricklin fragen, woher das die Reise heute geht. Bitte. Ja, unsere Jasser können auch heute wieder weit reisen, wenn sie dementsprechend gut spielen. Der Herr Arthur Hunger aus Tartar bei Dusis möchte gerne Bekannte in Ried bei Kerzes im Berner Seeland besuchen. Und der Herr Benny Raas möchte gerne eine Reise nach Saas-Fee unternehmen, um dort das schöne Skigebiet ein bisschen näher kennenzulernen. Ich meinerseits wünsche jetzt möglichst wenig Differenzpunkte und gute Jass. Wir hätten heute den Herr Raas Raus heissen, wieder reine Urrunde. Wir haben Rutishauser, Hunger und dann Huber. Und der Herr Huber habe ich jetzt am Telefon. Der Herr Beat Huber. Grüezi, Herr Huber. Guten Abend, Herr Randegger. Oh, wir hören ihn sogar. Gut, würden Sie sich bitte vorstellen, unseren Zuschauern daheim? Gerne, ja. Mein Name ist Beat Huber. Ich bin 21-jährig und komme von Schöpfheim. Das ist im Amt Entlebuch. Ich arbeite am Schalter von einer Regionalbank und meine Hobbys sind Auto, Automobil, Rennsport, Skifahren und Jassen. Mhm, gut. Ich tue mal schnell ablupfen, wir können dann nachher noch ein bisschen reden miteinander. Ist nicht gerade grossartig, das Herz 6, aber auch mit der kann man ja Jassen für Differenzen. Herr Huber, Auto, Rennsport, fahren Sie selber Rennen? Nein, leider nicht. Nein, was heisst leider? Sie würden gerne. Ich würde gerne, aber finanziell liegt es nicht drin. Oh, ja. Müssen Sie halt ein bisschen sparen. Sie sind ja, was sind Sie, an einer Regionalbank? Ja, das sollte ja dann eigentlich drin liegen, dass da mal etwas rausschauen würde. Mal schauen, wie das da geht. Ja, recht zusammenstecken. Aber Skirennen fahren Sie? Jawohl. In was für eine so Kategorie? Ja, das ist eine Blauschkategorie. Blauschkategorie. Und was für Disziplin bevorzugen Sie? Also am liebsten würde ich Abfahrt fahren, aber es gibt meistens Riesenslalom. Ja, gut, jetzt wollte ich Sie nicht mehr stören beim Überlegen. Sehen Sie es gut so? Jawohl. Und ich mache auch keinen Schatten, hoffentlich mit dem Kopf. Gut, dann werden wir jetzt ein bisschen Musik machen für Sie und Sie sagen mir nachher, wie viel das Sie machen wollen.
Ja, das war Musik und jetzt Ihre Zahl. Ich werde 49 machen. Ja, ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie die auch machen. Wir haben es auf dem Kontrollmonitor und Tommy Fritschi würde ausspielen, bitte. Mhm. Ich darf daran erinnern, Herz ist Trumpf. Schaufel Ass. Jede von Ass oder Beat Huber hat eingegriffen mit dem Schaufel Ass. Schon 17. Schaufel Dam. Da bin ich raus mit dem Trumpf König. Ich habe gestochen. Trumpf 6. Mit dem Telefonjasser, mit dem Trumpf 6. Ecke Dame. Gehört dem Benny Ras mit dem Eckenass. Herz-Ass. Oh. Schnell vom Arthur Hunger. Hat Hunger gehabt nach Karten. Ja, Punkt. Herz-Dame. Gehört dem Beat Huber, Telefonjasser mit der Trumpfdamm. Schaufel 8. Gehört nochmal am Telefonjasser mit dem Schaufel 8 als Bockkarte. Tatsache. Kreuz 8. Kreuz Ass von Benny Ras. Schaufel 9. Gibt es, glaube ich, noch irgendeinen mit dem puren Stich? Pur gehört dem Achtung Hunger mit dem letzten Stich. Sechs Stiche, also ganz ehrlich, ich habe auch gemeint, die Zähne sind noch drin da von diesen Schaufeln. Aber das ist, die ist, glaube ich, gerade gegangen, wo wir gestochen haben mit der Dame. Ich habe es gut gefunden. Sie haben offensiv geschaut, mal ein bisschen etwas zu machen. Und es ist ja gar nicht schlecht gegangen. Sechs haben wir, glaube ich, Differenz mit dem Lapsus noch. Es ist über 180 angesagt worden. Das ist ein bisschen viel. Der Tommy Fritschi hat wieder 23 gemacht, hat 0 gemacht, Differenz 23. Und der Arthur Hunger hat wieder 82 gemacht, hat noch 64 gemacht, Differenz 18. Der Benny Ras 32 angesagt, 38 gemacht, Differenz 6. Und der Telefonjasser 49 angesagt, 55 gemacht, Differenz auch 6. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir wollen warten, was dann Ihre Konkurrentin macht. Es ist eine Dame und ich wünsche Ihnen viel Geduld beim Zuschauen. Bis dann auf Wiederhören. Herr Robert, merci. Tommy Fritschi, wie viele Angestellte hat Ruth ins Haus gekommen? In dieser Firma sind 4 beschäftigt. Aber der Herr Ruttishauser ist der Chef. Jetzt kommt der springende Punkt. Der Ruttishauser, da werden wir immer gefragt, wieso Ruttishauser? Den gibt es schon, aber es ist keiner der Ruttishauser von uns Firmen. Aha. Und Co. heisst nicht Company, sondern Kollegen. Und wir sind Kollegen von Ruttishauser. Also sind einfach alles Kollegen von Ruttishauser, aber der macht gar nicht mit. Ja, der Ruttishauser kennt man. Und was macht ihr? Wir machen Blues, Boogie Woogie, Rock'n'Roll, so ein bisschen in dem Stil.
Wir haben eigene Stücke, wo wir Mundart Text haben und Platten auch schon gemacht. Und jetzt gerade wieder eine neue Single, die letzte Woche rausgekommen ist. Aha. Die werden wir jetzt hören. Die werden wir auch jetzt vorspielen. Ja, gut. Dann wollen wir gerade da den Vibraslap, nicht wahr? Der Stafettenstab, symbolisch. Und dann werden Tommy Fritschi so lieb und wird führen zum Klavier. Und die versprochene Showtime, die ich am Anfang an gesagt habe, die steigt jetzt nämlich. Sobald er am Klavier ist, lassen wir los mit der neuesten Single, mit dem neuesten Titel Giorgio Tomato von der Ruti Sauser und Co.